Herzlich willkommen zu Andis Garten. Heute mal ein Video über das, was ich sehr vernachlässigt habe. Hecke schneide. Das ist eine meiner Lieblingsarbeiten. Schaut's euch an. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal, aller Anfang ist schwer. Mein kleiner Spatz hat mir mitgeholfen, das ist mein Junior. Und jetzt muss erstmal ein Anfang gemacht werden. Ja, sind Thujas giftig? Für Hunde, Katzen natürlich ja. Ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen, man sollte ihn nicht unbedingt einatmen. Ich möchte die Thujas in diesem Garten nicht missen, A, weil es ein Blickfang ist und B, ich mag die Farben halt einfach. Sie gehören nicht zu meinen Lieblingsbüschen, weil schneiden lassen sie sich recht schlecht. Ja, das ist alles wie Gummi, aber als Blickfang sind sie ganz okay. Ich freue mich für ein Like und ein Abo. Ist zwar eine Che, aber selten. Und ich sag ganz einfach, für meine Zwecke tut's. Ich bin gerade fertig geworden und ja, hier und da noch ein paar Ästchen runterlesen. Und dann heißt's auch schon wieder ans Zusammenrechen.
So, also die Hecke habe ich jetzt auch fertig. Da drüben die Hecke habe ich fertig. Hier war ja ganz einfach, die habe ich letztes Jahr im Herbst schon 40, 50 cm gestutzt. Ja, und bei der hier, boah, also wenn ich mir die hier so angucke, also entweder habe ich hier zu lang gewartet mit dem Schneider, dass hier Luft dran musste, aber die sieht aus, als wäre die am kaputt gehen. Wenn ich hier so reingucke, alles nass, hier sind auch so komische Mücken drin und riecht auch nicht so gut. Also ich habe ja den Vergleich von zu da drüben zu hier. Ich weiß auch nicht, das hier ist irgendwie eine andere Sorte von Puja. Ich habe keine Ahnung. Also die war von Anfang an, hat die mir hier im Gattel eigentlich überhaupt nicht gefallen, weil die so, ich weiß nicht, die hat sich nie einen schönen Schnitt machen lassen. Also das Schnittbild war nie schön. Ja, es wäre halt schön, wenn die hier auch ein bisschen grüner wäre. Aber gut, ich glaube, hier werde ich mal ein bisschen Bittersalz verstreuen jetzt hier im Frühjahr. Entweder hat der Luft gefehlt, dass die sich jetzt erstmal wiederholen kann durch den doch etwas stärkeren Zurückschnitt. Aber die sieht aus wie kaputt. Ich will es halt auch ungern wegmachen, weil das ist halt echt noch ein Blickschutz nach draußen auf die Straßen. Ne? Ja, ist halt ärgerlich, ne? Tja, was soll ich machen? Gut, wie ihr den Himmel seht, bahnt sich auch Regen an. Ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Jetzt fahre ich das ganze Zeug noch fort, damit es mit der Schee ordentlich ist. Gehört auch dazu natürlich, man mahnt das gar nicht, aber da kommt ein ganz schöner Haufen Zeug zusammen. Na, und was meint ihr? Jetzt habt ihr die volle Dröhnung Heckenschnitt gesehen. Ich mach's nicht gern. So akkurat und genau bin ich nicht. Und ja, für meine Zwecke tut's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.